Mieter und dem Hausmeister. Wir haben ein komplett neues Haus gebaut, ein Zukunftshaus. Wir haben aber auch im unsanierten Bereich, in einem sogenannten Plattengebäude, Vorhaben umgesetzt. Wir haben neue Mobilitätspunkte umgesetzt, Ladeinfrastruktur aufgebaut und jetzt ganz neulich ein Energieeffizienzprogramm in unserer Grundschule in der Johannstadt realisiert. Wir haben die Energieeinsparung über Wärmemengenzähler gemessen und haben festgestellt, dass wir in Spitzenzeiten, also in sehr guten Jahren, bis zu 42% Energie einsparen konnten. Über mehrere Jahre können wir bis zu ein Drittel Energie einsparen. Allein in diesem Jahr werden wir mit unserem Bike-Sharing-System 1 Million Fahrten generieren. Wir werden 50.000 Carsharing-Fahrten machen und wir ersetzen mit unserem System bis zu 5.000 privaten Pkw schon heute. Und wir planen den Ausbau, der ja noch weitergehen soll.